Es wird ernst. Philipp und Michael stellen die letzten Steine auf. Und auch bei den Zuschauern nimmt die Spannung sichtlich zu. In den letzten Tagen haben wir jetzt erstmal die ganzen Verbindungslinien noch gebaut, damit halt die ganzen Projekte müssen natürlich angeschlossen werden und dass die dann auch fallen können. Und wir haben auch noch teilweise dann bei diesen, wo wir die Projekte angeschlossen sind, sind teilweise noch Projekte umgefallen. Und jetzt gestern zum Beispiel ist das Stadion umgefallen, gestern Abend mit 20.000 Steinen. Die haben wir jetzt bis heute früh um 7 waren wir jetzt dann noch beschäftigt, dass wir das Stadion wieder aufgebaut kriegen. Alles steht jetzt und langsam kommt der Moment der Wahrheit näher. Auch ein Notar ist anwesend, um die Rekorde zu beglaubigen. Zunächst ist festzustellen, wie viele Steine stehen. Da war ich vergangene Woche bereits zweimal länger hier. Und man kann das nicht einfach nachzählen, sondern die Veranstalter haben ganz genaue Pläne, die habe ich dann auch mir angesehen. Und bei einigen Gebilden, etwa hinten haben wir ein Gebirge oder hier das Stadion, ist natürlich sehr kompliziert gebaut. Da kann man nur stichprobenartig feststellen, ob die Pläne und das aufgebaut übereinstimmen. Bei den flachen Gebilden, da ist es sehr einfach, Länge mal Breite, die Zahl der Steine auszurechnen und der Rest ist dann einfach Rechenarbeit. Aber unmittelbar nachzählen kann man es sicher nicht mehr. Ja, also im Moment bin ich sehr nervös, weil jetzt ist alles scharf, jetzt sind alle Sicherungen raus, bis auf eine hier vorne, die man da sieht. Und jetzt geht es wirklich darum, ob wir das jetzt schaffen oder nicht. Und man kann halt nichts mehr tun, man kann nur noch zugucken. Dann ist es endlich soweit. Der Anstoß. Doch die Steine fallen nicht mehr. Nach kurzer Beratung mit dem Notar steht fest, die bisher gefallenen Steine werden nicht dazu gezählt und Philipp darf einen neuen Anlauf aufbauen. Zweiter Versuch. Und jetzt läuft es. Ein Bild nach dem anderen fällt. Eines der spektakulären Gebilde, der Berg mit etwa 14.000 Steinen, fällt auch. Jetzt ist das Stadion dran, das erst am Abend zuvor umgefallen ist und das Rekordteam um den Schlaf gebracht hat. Weiter geht's mit der Rekordmauer. Und während die noch fällt, wird das Sprungbrett für den höchsten Dominoturm der Welt angestoßen. Rekord. Die Rekordmauer hat eine Länge von etwa 27 Metern und ist etwa 1 Meter hoch. Auch hier neuer Weltrekord. Nun ist die Denksportecke dran. Eine Reihe nach der anderen fällt. Bis zur Fußballmauer. Dann ist nach knapp 20 Minuten alles vorbei. Die Zuschauer sind begeistert und die beiden Organisatoren sichtlich erleichtert. Generell, es lief immer gut eigentlich. Bis auf so ein paar Projekte, da habe ich gedacht, ja schade, dass es jetzt nicht so gefallen ist, wie man sich davor ausgedacht hat. Aber im Großen und Ganzen sind eigentlich nicht so viele Steine stehen geblieben. Jetzt geht es ans Zählen mit dem Notar. Wie viele Steine sind genau stehen geblieben? Der deutsche Rekord ist gebrochen. Über 430.000 Steine sind gefallen. Und das, was noch steht, wird in gemeinsamem Jubel zerstört. Das war Philipps und Michaels letzter Domino Day. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Der muss dann aber ganz schön viel leisten, um die Rekorde der zwei zu überbieten.